Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einer neuen Aluhut-Theorie, denn es gibt einen neuen Leak bezüglich Midas Agentenraum, den ich euch gleich zeigen werde. Ihr kennt ja ganz normal da oben links diese einzelnen Räume. Jetzt ist der neue Sky-Raum freigeschaltet worden. Da können wir reingehen, uns ein bisschen umsehen und natürlich dann auch nochmal die Auswahl treffen, ob sie zu Shadow oder zu Ghost kommen. Natürlich zu Shadow, ne? Ich sage das immer wieder. Und Midas Trailer wurde jetzt geleakt. Das hier ist die erste Aufnahme, die gestern gepostet wurde. Und ich weiß, gestern war der 1. April, aber diese Aufnahmen sind echt. Ich habe das mit ein paar Leuten abgeklärt. Die erste Aufnahme, hier sehen wir sozusagen, dass er irgendetwas in der Hand hält. Wir kommen gleich nochmal dazu, was er in der Hand hat. Und diese Animation spielt sozusagen ab, sobald man das erste Mal in seinen Raum reingeht. Und er platziert es gleich auch irgendwo hin. Aber die Animationen sind noch nicht richtig fertig. Die sind so ein bisschen buggy, könnte man sagen. Dann kommen wir aber zu der zweiten Animation und hier sehen wir auch eindeutig, was er in der Hand hält, und zwar den Helm vom Schwarzen Ritter. Und man fragt sich so, okay, warum hat er den Helm vom Schwarzen Ritter in der Hand? Dazu kommen wir auch gleich nochmal, auch dazu zu einer Theorie, also warum er vielleicht den Schwarzen Ritter bzw. den Kopf vom Schwarzen Ritter in der Hand hält und ihn da nochmal so positioniert. Das ist sozusagen die zweite Aufnahme gewesen und gleich gucken wir uns final nochmal die letzte Aufnahme an, die jetzt sozusagen nochmal in Farbe gemacht wurde. Das hier ist die letzte Animation und wir sehen hier sozusagen alles in Farbe. Wir haben leider immer noch keinen Hintergrund, aber die Animation ist hierbei sozusagen fast final, könnte man sagen. Es ist auch noch nicht perfekt, aber hier hat er den Schwarzen Ritter in der Hand, berührt diesen Helm und der Helm verwandelt sich in Gold. Also alles, was Midas berührt, wird ja einfach zu Gold und dann positioniert er ihn irgendwo hin. Und es gibt nicht nur diesen einen Helm, den Midas sozusagen vergoldet. Es gibt nochmal eine große Liste an Skins und an Helden, die er vergoldet. Das ist nochmal die finale Position, wie man ihn dann am Ende auswählen kann. Also mit dieser Entscheidung, soll er zu Ghost oder soll er zu Shadow werden? So steht er dann erstmal vor uns. Den ersten Gedanken, den ich hatte, war, okay, bekommen wir vielleicht den Schwarzen Ritter in einem goldenen Style? Fängt jetzt Midas an, alte Skins, alte OG-Skins zu vergolden? Weil die Sache ist ja die, der Schwarze Ritter ist aus der zweiten Season. Aber eben aus dem ersten Kapitel, ne? Da hab ich so, okay, hat das jetzt vielleicht irgendwie so eine Parallele oder so, dass das Ganze sich irgendwie jetzt auf die alten Seasons irgendwie überträgt oder so, dass jetzt irgendwie Midas oder generell die neuen Seasons irgendwie irgendwelche Parallelen zu der alten Zeit haben? Weil wenn wir zum Beispiel an die Season 1 denken, diese Season 1, dann ist ja relativ wenig passiert, beziehungsweise wir hatten sehr wenige Infos, genauso wie damals in Season 1 und zu Season 2 jetzt auf einmal irgendwelche Referenzen zum Schwarzen Ritter, zu der damaligen Season 2 aus Kapitel 1, ist schon sehr komisch. Der zweite Gedanke, den ich hierbei hatte, war, bei TNT, das sieht ja eigentlich ziemlich genauso aus. Also wenn wir in ihren Raum reingehen, also ich glaube, der müsste hier sein, wenn er nicht, ja genau, der ist noch nicht kaputt gegangen, dann sehen wir bei ihr ja auch so eine Art Trophäe, und zwar hier einmal diesen, wie heißt der, nicht Merman, auf jeden Fall, ihr wisst, wen ich meine, ja, dieser Skin, mir fallen manchmal die Namen nicht ein, sorry, auf jeden Fall hat sie hier auch so eine Trophäe stehen und es sieht halt einfach genauso aus, als würde Midas einfach nur den Kopf oder den Helm von diesem Skin irgendwo positionieren, irgendwie auf einem Schrank oder so. Das war auch so mein Gedanke irgendwie, dass TNTina vielleicht da irgendeinen Zusammenhang hat oder so, dass die irgendwie alle irgendwelche Skins sammeln, beziehungsweise Köpfe von irgendwelchen Skins, von irgendwelchen toten Skins, ich weiß es nicht, ne? Das war der zweite Gedanke. Der nächste war, und das ist jetzt so eine Aluhut-Theorie, ich blende euch mal den Ultima-Ritter ein. Und wenn wir uns den Ultima-Ritter in den zweiten Styles angucken, da gab es ja nochmal diese Styles, die sehr nach dem Schwarzen Ritter aussahen. Dort sehen wir halt einfach, dass der Schwarze Ritter bzw. der Ultima-Ritter eine Narbe auf dem Auge hat. Und ich dachte mir so, hä? Okay, ist vielleicht Midas der Schwarze Ritter? Also könnte es sein, dass er sozusagen in der damaligen Zeit im Kapitel 1 eigentlich schon existent war? Das heißt, dass er dort am Start war und sozusagen unter der Maske versteckt war beim Schwarzen Ritter. Entweder beim Schwarzen Ritter selber schon bei dem OG-Skin und dann vielleicht nochmal im Ultima Ritter in Season 10. Obwohl man dazu sagen muss, dass die Narbe auf der falschen Seite ist. Die Narbe befindet sich bei dem Ultima Ritter sozusagen von uns aus gesehen auf der rechten Seite und bei Midas auf der linken Seite. Aber dann war so dieser nächste Gedanke, vielleicht liegt es ja einfach daran, weil es ja ein Paralleluniversum ist oder einfach eine andere Welt, und vielleicht ist ja sozusagen bei dem Übergang zu Kapitel 2 alles spiegelverkehrt geworden, ne? Das heißt, dass die Narbe einfach auf der anderen Seite ist, aber wir gucken uns gleich nochmal an, was sich noch im Raum von Midas befindet. Und zwar sind dort ganz viele Trophäen von verschiedenen Köpfen. Und ich dachte mir, okay, vielleicht ist es nur irgendwas im Zusammenhang mit diesem Schwarzen Ritter, aber es dreht sich
scheinbar nicht nur um den Schwarzen Ritter, obwohl dieser Fokus in diesem ersten Trailer eigentlich komplett darauf gelegt war. Vielleicht gibt es da nochmal einen stärkeren Zusammenhang, aber es gibt mehrere Köpfe und Trophäen, die Midas irgendwie sammelt, ne? Wir können uns mal hier diese ganzen Skins angucken von den ganzen Trophäen und Köpfen, die vergoldet wurden. Einmal haben wir den Burnout, Beast Mode, Tomatenkopf, dann haben wir den Chaos-Agenten, dass der halt auch nochmal am Start ist, Battlehound 8 Ball, die sehen manchmal so ein bisschen komisch aus von den Größen hier auf dem Bild, dann den Dirtburger, den Black Knight und von dem Black Knight selber hat er natürlich den Kopf in der Hand, dann haben wir den Aim-Skin, den Big Chuggers, den Astro-Assassin, links Aeronaut und den Alpine Ace, also diese Skifahrer, beziehungsweise, doch, das sind Skifahrer, nicht Snowboardfahrer, gell? Genau, die Skifahrer-Skins, das sind alle Trophäenköpfe, die bei Midas im Raum verteilt sind und es ist schon ziemlich eigenartig, was Midas mit diesen Köpfen eigentlich macht. Hier ist nochmal eine große Ansicht von dem schwarzen Ritterkopf und daran sehen wir auch, dass es nicht der Ultima-Ritter ist, sondern dass er den OG-schwarzen Ritter damit meint, den er in der Hand hält. Wenn es jetzt der Ultima-Ritter gewesen wäre, dann hätte ich diesen Zusammenhang eigentlich schon ziemlich schnell geschlossen und gesagt, ey, mit dieser Narbe und so weiter im Gesicht, das passt einfach wirklich wie Arsch auf Eimer, könnte man sagen. Und deswegen würde das storymäßig irgendwie Sinn machen. Aber das ist ja der OG-Style. Ich weiß es nicht, Leute. Wenn ihr irgendwie bestimmte Ideen habt oder so, was Midas mit diesen Köpfen macht, hat er die Skins vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, eliminiert, erledigt, sammelt er einfach nur die ganzen Köpfe und Skins als Trophäen oder hat es irgendeinen Story-Zusammenhang? Und der Ultima-Ritter wäre ja noch nicht mal der erste Skin, der Midas sozusagen repräsentieren soll, denn das haben wir mit dem Oro-Skin bzw. mit dem Aurum-Skin ja eigentlich auch. Das ist ja im Grunde Midas, man sieht sozusagen die Narbe bei ihm, das Set, also der Set-Name ist identisch und irgendwie ist einfach dieser Zusammenhang da, dass Midas irgendwie einen Einfluss auf verschiedene Skins hat, dass er verschiedene Skins sogar selber ist oder mal war oder in einer anderen Welt sozusagen, weil Oro ist ja jetzt nicht menschlich oder so und Midas selber ist ja eigentlich auch kein Mensch und alles, was er berührt, wird einfach zu Gold. Deswegen könnte es schon sein, dass Midas selber sozusagen seasonübergreifend auf, also Einfluss auf verschiedene Skins oder verschiedene Storylines hatte. Ansonsten wollte ich euch nochmal eine witzige Sache bei Brutus zeigen. Das kannten sicherlich viele noch nicht. Ich kannte das bis heute auch nicht. Und zwar gibt es ja bei Brutus, also einmal die Wand, wo man dieses Messer oder ja dieses Beil draufwerfen kann. Aber es gibt auch hier oben diese Ventile. Und man kann die halt einfach die ganze Zeit drehen, halt in alle möglichen Richtungen. Aber es gibt hier auch eine bestimmte Kombination, die man machen kann. Und zwar müssen wir erstmal den ganz oben rechts drehen. Dann müssen wir den ganz links drehen. Dann den oberen und dann den unteren. Und guck mal, was passiert. Da kommt einfach Pili hier unten aus dem Tisch. Der versteckt sich eigentlich die ganze Zeit im Raum von Brutus. Dann nochmal ein paar Infos für den Deadpool-Tag. Der ist ja morgen, also am Freitag. Das heißt, wir können ihn freischalten. Die Yacht wird sich verändern, der Item-Shop und so weiter. Und diesen Post hat Deadpool vorhin auf Twitter gemacht. Also Deadpool selber hat einen Account und dort postet er halt immer Sachen. Und das war dieses Bild, was er gepostet hat. Wir wissen ja im Prinzip schon, wie die Yacht aussehen wird. Das habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Dort wurde das Ganze schon geleakt. Und das war dieser Teaser, sozusagen der kleine Teaser, wie es morgen aussehen wird. Es gibt aber auch noch eine Aufnahme, wie der Shop sich verändert. Und zwar wird Deadpool einmal zum Shop kommen, wie wir es hier sehen können. Wir sehen das ja das drumherum nicht, aber er wird sozusagen diese einzelnen Items also aus dem Shop wegschieben, zur Seite rücken und dann wird ein ganz eigener Shop kommen, so wie er es gerade hier runterzieht. Und ich bin mal gespannt, was es sein wird. Also ob es irgendwelche bestimmten Items jetzt nur für Deadpool sein werden, irgendwelche besonderen Sachen, die wir jetzt noch nicht kennen. Aber der gesamte Shop wird sozusagen für Deadpool sein. Und ich habe hier nochmal eine Aufnahme für euch gefunden, wie dieser neue Schokohasen-Skin aussieht. Und ebenfalls gleich auch nochmal der Deadpool-Skin, nur eben ohne Maske. Also dieser zweite Style, den wir uns kostenlos oder beziehungsweise gratis freischalten können. Wir wissen noch nicht, was wir dafür machen müssen, aber wenn dazu Infos gibt, dann werde ich euch auf jeden Fall das Ganze mitteilen. So sieht der Skin aus. Ich weiß nicht, wie viele Leute Bock auf diesen Style hätten. Ich weiß nicht, es sieht schon ein bisschen creepy aus, fast schon eklig im Gesicht. Keine Ahnung. Also ich finde, es sieht halt schon krass aus. Es sieht halt schon aus wie im Original im Prinzip. Da hat er halt einfach so ein Gesicht, wenn er die Maske abzieht. Aber ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Style findet und ob ihr ihn benutzen werdet. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so bestimmte Theorien zu diesen Goldköpfen habt oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr auch meinen Creator-Code im Itemshop verwenden, wenn ihr euch etwas gönnt. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!